Produkt wurde transportiert. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution hier bei Explorer EP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir sind etwas in Hektik, weil zwischen den Folgen habe ich versucht, das Ganze hier ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Nein, die Mission, diesen Tieren ein optimales Umfeld zu bieten. Ihr Lebensraum ist viel zu klein. So, der braucht Futter hier, der Kollege. Ja, was ist passiert? Also, wir sind ja in der letzten Folge vollends in die Miesen gegangen. Ich habe dann zwischen den Folgen das Forschungszentrum nochmal verkauft gehabt. Dann waren wir wieder bei 500.000 plus. Hab dann nochmal ein, zwei Expeditionen gemacht und kleinere Queste schnell angenommen. Und dann musste ich das Forschungszentrum wieder bauen, weil unsere Dinos hier an Farren vergiftet waren. Und es war, ja, aber das haben wir hingekriegt. Wir sind jetzt einigermaßen wieder im Plus und wir haben einen kranken Dino bekommen. Und den sollen wir jetzt, da versteckt er sich. Ein Diplodocus streift umher und der muss Futter haben. Aber ich glaube, da werden wir mit dem Gedöns hier nicht weiterkommen. Das kann man, glaube ich, abreißen. Der braucht die andere Futterquelle. I believe so. Und das machen wir jetzt mal eben. Ja, bitte. Gehege. Die müsste er eigentlich haben, ne? Ist ja auch ein Pflanzenfresser. 300.000. Ja gut, er muss ja was essen. Komm nicht drum rum. So, ich hoffe nur, dass er jetzt dahin geht. Wir müssen ihn auch... Um das auch Tier zu heilen, müssen wir Forschungen anstellen. Das haben Vielleicht wir schon gemacht. Können wir das Ausmaß des Problems abschätzen und es isolieren. Ich stelle fest, Sie und Dr. Duer haben ein krankes Tier in den Park gebracht und suchen jetzt nach einer Heilung. Das gefällt mir nicht. Aber wie immer werde ich nicht gefragt. Wie auch immer, halten Sie den Dinosaurier von den anderen Tieren fern. Hammer, der hat eine Ansteckungsgefahr zu minimieren. Hat ein separates Gehege. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. So, dann warten wir eben, was passiert jetzt. Forschungsziel im Forschungszentrum, Kryptoprosyper, kein Dinosaurier mehr. Eins. Okay, Forschung ansehen. Haben wir das nicht schon gelernt? Ne, jetzt kriegen wir es. 150.000, okay. Aber das ist nicht schlimm, weil wenn wir die Quest jetzt hier abschließen, kriegen wir 1,5 Millionen. Also, wir sind im Plus. Wir machen Plus. Wir sind nicht im Minus. Wir sind nicht im Minus. Das ist schon mal alles tutti. Ich hoffe, das ist die richtige Futterquelle für ihn. Grasland braucht er, Wald braucht er. Okay, dann pflanzen wir ihm noch Gras. Hört sich jetzt auch irgendwie falsch an, aber gut. Er soll ja zufrieden sein, ne? Nur ein zufriedener Dino ist ein guter Dino. So. Wie sieht's jetzt aus, mein Freund? Was soll ich sagen? Gut gemacht. Wald? Ein bisschen Wald? Brauchst du noch Wald, Schatz? Brauchst du noch Wald? Ja. Können wir ihn jetzt heilen? Geht das? Okay, Aufgabe hinzufügen. Ja. Anfrage bestätigt. Super. Braucht er denn jetzt noch mehr Gras? Grasland. Ernsthaft? Wald haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel. Reißen wir das mal eben ab. Warte. Der kommt weg. Dann machen wir da noch Gas hin. Fische. So. Mehr kann man nicht machen für ihn. Wenn ihm das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir haben echt die Kurve gekriegt. So. Wie sieht es denn allgemein aus? Hier sind 1, 2, 3, 4, 5. Was? Ankunft von kranken Metriazonsaurus steht kurz bevor. Wieso? Was ist denn ein Metrial? Ich hoffe, das ist auch ein Pflanzenfresser. Wie fühlt er sich denn jetzt? Grasland immer noch bescheiden, Geborgenheit, Wasser, Nahrung. Und halt 80%.
heilt. Was ist denn das jetzt für eine Quest? Ich wollte keinen Hammer posieren. Wir haben noch eins. Okay, wir sind aber noch im Plus, ne? Was sagt die Kohle? Was sagt die Kohle? Grüne Zahlen. Gewinnen 64.000 pro Minute. Sehr schön. Sehr schön. Aber was bringt der uns jetzt für ein Vieh hier an? Hä? Schönheits-OP. Neuer Auftrag. Neuen Auftrag anfordern. Wir haben da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen sollten. Beschaffen Sie mindestens 60% des Ankylosaurus-Genoms. Kann man annehmen, wird aber noch dauern. Neuer Auftrag, weniger als 3 Minuten. Okay. Ja, wir lassen erstmal alles so laufen. Wir chillen ein bisschen. Das Einzige, was ich vielleicht noch gerne hätte, wäre das hier. Ich glaube, das ist keine schlechte Entscheidung. Könnte uns mitunter den Arsch retten. Eine Wetterstation. So. Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Was halten Sie die Anlagenbewertung 3 Minuten lang bei mindestens 4 Sternen? Soweit sind wir mal bei weitem nicht. Freund der Sonne. Vielen Dank für die nette Quest, aber das bringt uns ja nichts. So. Wie sieht's bei ihm im Leben aus? Gesundheit 97%. Scheint es gut zu gehen. Wie sieht es mit dem Strom aus? Wo ist der Strom? Strom. 47 haben wir noch ungenutzt. Auch sehr schön. Ankunft von Krankenmaterial. Ich hoffe, das ist kein Fleischfresser. Wir werden es gleich rausbekommen. Wird an ihren Park geliefert. Sind sie Dinosaurier transportieren? Ja, da mal Rinder mit. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Sorgen Sie dafür, dass der Dinosaurier Zugang zu einer Futterquelle hat. Sorgen Sie dafür, dass der Dinosaurier zu einer Wasserquelle hat. Gut, Wasser haben wir. So, achso, ich wollte gerade sagen, 22.000. Wir gehen weiter hoch. Und wie viel haben wir jetzt hier? 65.000, alles gut. Der neue Dino bringt uns ja auch nochmal richtig Kohle rein, ne? Der bringt uns ja auch nochmal die Kohle rein. Aber was ist? Das ist doch bitte kein Fleischfresser. Das ist ein Fleischfresser, aber ob der den Großen angeht? Okay, dann machen wir trotzdem erstmal die Ranger-Station, Ranger Team 1, Aufgabe hinzufügen, den Kollegen hier behandeln. Gehen die sich an oder gehen die sich nicht an? Dann braucht er auf jeden Fall eine Futterquelle. Wir setzen mal einfach eine hin. Wir gucken mal, was passiert. Oder wir setzen keine hin, weil wir pleite sind. Dann müssen wir warten. Was kostet die denn? 200.000. Okay. Ich hoffe, das ist überhaupt die richtige für den Großen, aber ich denke schon, einen langen Hals. Was macht er? Du gehst nicht den Großen an, lass den in Ruhe.
Könnte von mir aus Babys machen, das wäre sehr interessant. 86.000 plus. Noch haben wir genug Einkaufsmöglichkeiten. Kostet das denn 200.000? So, er ist fit. Lass das. Geh da bloß nicht hin, Kollege. Wer greift denn an? Wer hat Hunger? Wieso kann ich jetzt hier nichts hinsetzen? Zugang zur Futterquelle hat er doch jetzt. Jetzt kann man 5 Millionen! Forschungsteam Bravo ist jetzt verfügbar. Wir können sie nicht nur zum Leben erwecken, wir können sie auch heilen. Ich habe die neuesten Laborberichte und unser Dino ist geheilt. Krankheitsfrei. Job erfolgreich erledigt. Puh, sehr schön. So. Futter hat er hier noch, 3 von 5. Wie sieht's bei euch hier aus, ihr Schnuckelchen? Wo seid ihr? 9 von 10. Machen die Diät oder was? Wie haben wir denn jetzt hier rumflitzen? 6 Stück. Okay, auch safe. Ich hoffe, die zwei vertragen sich hier, oder wär bestimmt schon irgendwas passiert, oder? Läuft umher. Was für Geborgenheit. Sturmabwisch überwacht den Kurs eines eintreffenden Tropensturms. Okay. Schutzraum. Señoras y señores. Señoras y señores. Es ist, gleich Amidemia. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu früh. Geborgenheit, ja, ist wahrscheinlich nicht gern alleine. Ich hoffe, wir haben schnell genug reagiert. Wir müssen jetzt natürlich immens darauf achten, dass jetzt hier nichts kaputt geht. Ich hoffe, dass kein Gehege kaputt geht, weil wir haben diese ACU-Station nicht. Das heißt, wir können nichts machen. Unsere Bewohner, Touristen hier, Besucher sind zwar safe in dem Schutzraum, aber wir können Dino nicht einfangen. Dann müssen wir das Ding erstmal bauen. Bist du? Was ist denn kaputt? Okay, Beobachtungsgalerie, das ist jetzt nicht so schlimm. Major Team 1, Aufgabe hinzufügen, reparieren. Die Stunde geht jetzt schnell vorbei. Das ist alles, ist alles okay. Ein Sturm. Okay, haben sie repariert, sehr fix. Okay. 1,7 Millionen. Eingebaut war eine Beobachtungsgalerie 2. Okay. Da werden wir auch fix reparieren. Aufgabe hinzufügen. Bitte sehr. So, das reicht aber jetzt. Wenn jetzt irgendwas anderes kaputt geht, dann haben wir Stress. So fährt denn da rein zum Reparieren? Okay, muss man jetzt nicht verstehen. Gut, vom Umsatz her 73.000, gehen wir runter. Aber wahrscheinlich, weil die jetzt alle im Keller sind, ne? Können sie ja nicht einkaufen. Hat das Spiel das berücksichtigt? Lassen wir uns überraschen, wenn wir sie jetzt wieder rauslassen. Das war's, Freunde. Meine Damen und Herren, bitte begeben Sie sich zu Ihrer eigenen... Liebe Gäste, wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während dieser... Ja. Sehr schön. Ich glaube, wir können nochmal eine Quest annehmen.
Mein Auftrag, bitte, Wissenschaft. Ich hätte Sie mindestens vier neue Dinosaurier aus, lassen Sie sie schlüpfen und anschließend frei. Aber das werden wir jetzt auf die Schnelle nicht machen. Aber wir nehmen trotzdem an die Quest. Quest, dann machen wir Expedition. Wir brauchten Ankylo, ne? Ja. Geht der Reibach jetzt wieder nach oben? Wo die draußen sind? Ja, siehst du? Okay. Ausgabenstrom 30.000, Auslastung 80. Ja, wir. Gut. Wir haben jetzt hier noch jede Menge Strom übrig. Da können wir aber jetzt noch ein bisschen dafür sorgen, dass die Kollegen ihr Geld ausgeben können. Dafür sind sie ja hier, ne? Urlaub machen und Kohle ausgeben. Ein Souvenirladen? Ne, Fastfood, ne? Essen und Trinken ist, glaube ich, wichtiger. Ist sie hier, wo er keinen Strom hat? Mal sehen, ob das reicht. Mal sehen, ob das reicht. Dann wollte ich eigentlich mal ausprobieren. Okay, das ist falsch. Können wir hier bauen? Okay, das geht. Okay. Die zwei vertragen sich hier noch, ja? Liebe Gäste, Sie haben Hunger oder Durst? Besuchen Sie unser neues Fastfood-Restaurant. Greenshot. Zack. Wie der dem die ganze Zeit hinterherläuft. Soll den nicht anknabbern hier. So, Restaurant haben wir jetzt wohin gesetzt? Hier, da können wir dann bitte auch ein bisschen Rubel machen. Das heißt, Dino-Häppchen, damit gehen wir uns gar nicht mehr ab. Wir gehen direkt schon in die nächste Kategorie rein. Kosten 6 Dollar im Einkauf und wir verkaufen für 12. Beste Einnahmen, Betriebskosten. Mal sehen, ob es gut geht. Ja, roten Bereich. Essen. Sieht gelb aus. Nö. Nee. Da nichts erkennen. Normalerweise färben die sich doch hier. So. Dann wollen wir den extrahieren, damit wir den nochmal gepusht kriegen hier. Es steht eigentlich nur Expedition an. Expedition, Expedition, Expedition. Hat er nicht auch eben irgendwas gesagt von wegen? Da können wir mal eben gucken. Er hat doch eben was gesagt von wegen irgendwas freigeschaltet, ne? Forschungszentrum, war das Forschungszentrum? Das Forschungszentrum, da ist das Forschungszentrum. Da schauen wir da eben kurz rein. Okay, was können wir denn hier? Okay, gute Verdauung, Reaktionstempo, Gehirnalterung. Ja, da werden wir jetzt noch keine Kohle investieren. Nicht, solange der Rubel nicht perfekt läuft. Was haben wir hier? Hier können wir jetzt nichts machen. Das haben wir erstmal durch. Gehege. 2 Millionen Beobachtungsplattform. Beobachtungsplattformen ermöglichen es den Gästen, die Dinosaurier aus größerer Entfernung zu beobachten. Freischaltungsbedingungen nicht erfüllt. Hier steht doch die AMF. Egal. So, hier können wir diese Bahn bauen. Oder auch nicht. Was haben wir denn hier? Bessere Wartung der Gewehre gehört das Nachladetempo der ACU-Teams. Strom-Upgrades. Natürlich immens wichtig. Denke ich mal. Gehe ich mal schwer von aus. Was haben wir hier? Eine schnelle Nährstoffzufuhr erhöht die Dinosaurier-Ausbrütung. Ja.
DNA-Selektion erhöht die Dinosaurier-Lebensfähigkeit in aufgewerteten Hammond-Entwicklungslaboren um 20%. Nachlade. Erhöht die Dinosaurier-Lebensfähigkeit erheblich. Oh, ist das jetzt nur das Brüten oder der Dino am Schluss? Forschungszentrum Rang 2. Dinosaurier-Ausbrütung. Dinosaurier-Lebensfähigkeit. Wow! Falls ich leicht zu beeindrucken wäre, würden Sie es mit diesen Zahlen schaffen? Ich glaube, wir machen das mal. Und dann werden wir uns verstärkt um den Strom kümmern. Aus, Verwaltungsansicht. Schön gelb. Okay. Was sagt der Rubel? 102.000 Einnahme. Sehr schön. Aber von den Dicken darf uns ja jetzt natürlich hier nichts sterben, ne? Wie sieht's bei dir aus? 100% Gesundheit. Du? 100% Geborgenheit bei 0. Ja, ich glaube. Ich hoffe nicht, dass er hier uns ausbüchst. Was haben wir denn an Fossilien? Keine DNA. Mal verkaufen. Ja. DNA extrahieren, bitte. Mich dünkt, wir bauen jetzt dieses ACU-Teil. Ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen. Irgendwas sagt mir, setz es dahin. 400.000 ist nicht billig. Aber. Kann man es nicht hier hinsetzen? Terrainbeschränkungen, aha. Weil es nicht alles gibt. So, weil hier alles bergisch ist. Wir sind hier im Bergischen. Da ginge. Hat aber keinen Strom. Okay. Ankylosaurus-Genom. Ist auch so ein Riesenteil hier jetzt. Mann. Können wir das denn hier ebnen? Erhöhen? Abflachen. Geht das? Das ist natürlich jetzt ein Schweinegeld, ne? Na gut. So, jetzt müssen wir aber doch das Teil hier hinsetzen können, oder? Immer noch nicht. Verbaut. Was ist denn hier verbaut? Was will er denn? Da warte, da ging es doch gerade. Dann haben wir wieder unser Stromproblem. Gut. Unser Stromproblem. Wie sieht es denn überhaupt aus mit dem Strom? 0. 44. Okay. Wir sehen hier das ein bisschen. Okay. Ja. Gut. Sieht's mit Futter aus, 8 von 10. 2 von 5. Dann wollen wir doch hier mal eben einen kleinen Luxus gönnen. Ist mal ein neues Team?
Team 1, bitte. Auf. Nachschubanfrage bestätigt. Gut. Und wir können noch eine Expedition. Hilo. Ich würde kein zweites Team haben, Mann. Irgendwie das nicht. Ja, bis jetzt habe ich den Eindruck, wir haben die Kurve gekriegt. Lassen wir uns mal überraschen. Ich danke dir da draußen auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.